Es folgt ein weiteres Beispiel zur Anwendung des Gauß-Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme. Wir beginnen mit diesem Gleichungssystem und extrahieren zunächst die Koeffizienten und erstellen damit die erste Matrix. Hier sehen Sie die Matrix, die Koeffizientenmatrix und rechts die rechten Seiten mit blau hinterlegt. Im ersten Schritt, Pivot-Element ist 1. Und die Elemente drunter sollen zu 0 werden. Das heißt, wir müssen in der zweiten Zeile das Doppelte der ersten addieren und in der dritten Zeile das Fünffache der ersten subtrahieren. Minus 2 plus 2 gibt 0. 1 plus 4 gibt 5. 3 minus 2 gibt 1. Und 2 plus 2 gibt 4. Dritte Zeile. 5 minus 5 gibt 0, 5 minus 10 gibt minus 5 und minus 6 plus 5 gibt minus 1. Und rechte Seite, 4 minus 5 gibt minus 1. Nun ist damit die erste Spalte abgearbeitet und es geht weiter mit der zweiten Spalte. Das Pivot-Element ist 5, wir müssen also die zweite Zeile durch 5 dividieren und wir erhalten folgende Matrix. Wir erhalten 0, 1, 1 Fünftel und 4 Fünftel. Die Elemente oberhalb des Pivot-Elements und unterhalb des Pivot-Elements müssen zu 0 werden, das heißt, wir müssen in der ersten Zeile das Doppelte der zweiten abziehen und in der dritten Zeile das Fünffache der zweiten addieren. Wir erhalten 1 minus 0 ist 1, 2 minus 2 ist 0, minus 1 minus 2 Fünftel sind minus 7 Fünftel und 1 minus 2 mal 4 Fünftel sind 1 minus 8 Fünftel sind minus 3 Fünftel. In der dritten Zeile 0 plus 0 ist 0, minus 5 plus 5 ist 0, minus 1 plus 5 mal 1 Fünftel gibt minus 1 plus 1 gibt 0 und minus 1 plus 5 mal 4 Fünftel gibt minus 1 plus 4 gibt 3. An dieser Stelle wäre jetzt eigentlich die dritte Spalte dran. Hier sehen wir, das Pivot-Element ist 0. Wir können auch durch Zeilentausch das nicht mehr ändern, aber wenn Sie sich mal die dritte Zeile anschauen und das wieder in eine Gleichung übersetzen, dann steht da in der dritten Zeile, linke Seite ist 0, rechte Seite ist 3, da steht also da, 0 ist gleich 3. Und das ist natürlich falsch, das kann nicht sein. Das bedeutet, das Gleichungssystem ist unlösbar. Das heißt, die Lösungsmenge ist die leere Menge.